Ja, ich beantworte hier ganz öffentlich eine Frage, die mir gestellt worden ist. Und das ist etwas, was wirklich jeden betrifft, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Ja, was machst du dann? Was denkst du dann? Was kreierst du dann? Was möchtest du denn dann von diesem Moment an nach vorne kreieren, ja. Es ist eigentlich einer der wichtigsten und besten Momente, die dir begegnen können, dass du klar hast für dich, okay, jetzt ist eine Beziehung zu Ende gegangen, was bedeutet das für mich? Was möchte ich denn jetzt haben? Was möchte ich haben? Wie möchte ich hier weitergehen? Und diese Frage ist an mich gestellt worden. Ja, ich habe Wut und ich habe schon die Vermutung gehabt, dass er sowieso schon eine andere hat und jetzt ist er in einer neuen Beziehung. Und eigentlich wollte ich ja die Beziehung schon lange nicht mehr und habe es aber immer noch weitergetragen. Ja, und vielleicht kennt ihr das auch, diese Momente, wo du merkst, eigentlich wollte ich die Beziehung schon lange nicht mehr. Aber irgendwie wollte ich nicht Schluss machen und jetzt ist es vorbei. Es ist vorbei. Und jetzt bin ich beleidigt und jetzt fühle ich mich als Opfer. Jetzt fühle ich mich belogen. Jetzt fühle ich mich betrogen. Aber die Wahrheit ist immer, immer. Es ist, was du denkst. Es kommt, was du denkst. Was du dir vorstellst, wie du dir dein Leben vorstellst, wie du dir deine Beziehung vorstellst, so ist sie. Und jetzt in einer Beziehung, wo du dich nicht wohlfühlst oder die vielleicht auch zu Ende ist, ist es genau der Moment zu erkennen, was habe ich mir kreiert? Was sind die alten Autopilot-Vorstellungen in Bezug auf mich in einer Beziehung, wie man mit mir umgeht in einer Beziehung, was ich von Partnern in einer Beziehung erwarten kann. Und Beziehung ist ja ein weites Feld. Ja, hier geht es nicht nur um Partnerschaft. All das, was ich jetzt sage, gilt für jede Beziehung, für Beziehung mit Kind, für Beziehung mit Kunden, mit Beziehung mit der Bäckerverkäuferin. Es ist immer dasselbe. Und es greift, ob es uns gefällt oder nicht. Everyone is you pushed out, Neville Goddard nennt es so. Die Welt, alles im Außen ist so, wie es in deiner Vorstellung entstanden ist. Und hier erstmal das anzuerkennen und zu sagen, okay, das ist meine Kraft, das ist meine Macht. Hier geht es nicht um Schuld, sondern hier geht es um Wahrheit und Klarheit und hier geht es darum zu erkennen, dass es so funktioniert im Leben, dass meine Vorstellungen, dass meine Gedanken meine Realität kreieren. Und jetzt geht es zu erkennen, was kreiere ich mir denn immer wieder? Welche so tief verankerten Vorstellungen sind in mir immer wieder da, so dass ich im Außen Dinge, Situationen erlebe, die mir nicht gefallen. Und wenn jemand mir solche Fragen stellt, dann weiß ich ganz genau, was für ein Vorstellungskonzept dahinter steht. Und bei dieser Fragestellerin war es ganz klar, was auch immer sie von sich denkt, ist ihr nicht bewusst. Aber wenn mir eine Frage gestellt wird, wie, der hat mich belogen, der hat mich betrogen, der ist beziehungsunfähig, ja, und wie komme ich jetzt daraus, dass ich so wütend bin und dass ich ihm sogar noch wünsche, dass es mit der neuen Partnerin in die Hosen geht, obwohl ich gar nicht mehr mit ihm zusammen sein will. Und hier ist für mich ganz klar diese Vorstellung 100% aktiv. Es gibt jemanden da draußen, in diesem Fall der Ex-Partner, der eine eigene Meinung hat
und der seine Meinung und seine Art und Weise einfach darstellt und dominiert. Und ich habe nichts damit zu tun, weil er ist so. Er ist beziehungsunfähig, er hat mich belogen, er. Und all das, was in unseren Köpfchen vorgeht, er oder sie, da draußen sind so, kommt aus unserer Vorstellungskraft heraus. Es ist immer das, was du denkst, was du vom Leben denkst, wie das Leben funktioniert. Und wenn du denkst, das Leben funktioniert so, dass es da außen 100.000 Menschen und Figürlein gibt, die einen eigenen Willen haben, den sie dir aufpressen können, dann bist du im Opferstadium. Und dann bist du Opfer deiner eigenen Vorstellung. Es ist so oder so immer deine eigene Vorstellung. Ob du dich zum Opfer deiner eigenen Vorstellung machst oder ob du dich zum Schöpfer, zum Kreator, zum Manifestator deiner eigenen Vorstellung machst, das entscheidest du. Und am besten hier und jetzt. Und wenn du da rauskommst und weißt, okay, Status quo ist jetzt alles nicht so gelaufen, wie ich mir das gerne wünschen würde, dann musst du dir folgende Frage beantworten. Wie sollte es sein, wenn ich meine Wünsche erfüllt habe? Wie würde ich es mir denn wünschen? Wie würde ich mir eine Beziehung wünschen? Wie wünsche ich es mir, dass ich von außen behandelt, beachtet und betrachtet werde? Und dieser Wunsch wird mir nur erfüllt, wenn ich erkenne, dass ich zuerst da bin, dass ich mich zuerst als die betrachten muss, die in dem erfüllten Wunsch schon lebt. Weil alles, was du verändern kannst, ist selbst. Und wenn du dein Selbst, dein Selbstbild, dein Selbstkonzept und dein Selbstverständnis veränderst, muss das Außen reflektieren. Und wenn das Außen nun reflektiert, dass du jemand bist, der belogen wird, der hintergangen wird oder der immer wieder Menschen anzieht, die scheinbar beziehungsunfähig sind. Was bedeutet das für dich? Das bedeutet, dass du diese Vorstellung hegst. Dass du für dich die Vorstellung hegst, Menschen sind beziehungsunfähig. Die Männer, die ich treffe, sind beziehungsunfähig. Die Männer, die ich treffe, belügen mich. Die Männer, die ich treffe, betrügen mich. Die Männer, die ich treffe, wollen ja eigentlich jemand anders. Ergo, ich bin nicht gewollt. Das ist so eine tiefe Überzeugung, die uns einfiltriert worden ist. Ich bin nicht gewollt. Wir haben so viele Erklärungen dafür, warum wir nicht gewollt sind. Übrigens, wenn du Geldprobleme hast, dann liegt es daran, dass du denkst, Geld will mich nicht, respektive das, worüber ich mir die Vorstellung mache, dass mir Geld bringen würde, will mich nicht, weil ich nicht gut genug bin, weil ich Fehler gemacht habe, weil ich nicht genug. Ja? Das ist immer, weil ich nicht genug. Und zum Schluss kommt alles auf das Gleiche raus. Du hast die Überzeugung, dass du nicht gut genug bist. In Beziehung auf Partner, in Beziehung auf Geld, in Beziehung auf Job. Nimm es und sei ehrlich zu dir und erkenne, dass du tief in dir dieser Lüge aufgesessen bist und vielleicht jetzt noch aufsitzt, dass irgendwas an dir falsch ist, dass irgendetwas an dir besser sein müsste, weil wenn du gut genug wärst, dann würde man dich beachten, dann würde man dich unterstützen, dann wäre man ehrlich zu dir, dann würde man dich auf Händen tragen, bla bla bla. Diese ganzen Bedingungen, die du dir in deinem Laufe deines Lebens in diesem kleinen, wunderschönen Köpfchen von dir zusammengebastelt hast, sind Bullshit.
Du darfst davon ausgehen, dass du perfekt bist. Dass du hier gelandet bist als Gottes Perfektion. 100% schuldfrei, 100% richtig. Und jetzt musst du es hier noch in deinem Köpfchen klarkriegen. Hier musst du es noch verankern. Diesen ganzen Bullshit, den dir dein Verstand den ganzen Tag sagt und erzählt, kreiert dein Unterbewusstsein als Reflexion im Außen und das nennst du dein Leben und du spiegelst dich zurück von deinem Leben und sagst, schau mal, die ganze Scheiße. Nur Arschlöcher, Männer sind Arschlöcher, Männer sind unfähig, Männer sind nicht für mich da, Männer sind sowieso Bullshit. Du hast immer recht. Du hast immer recht. Deine Vorstellung wird produziert, rekreiert, immer wieder und zwar so lange, bis du sie veränderst. Und nicht einmal kurz, sondern für immer. Dass du für immer weißt, wer du wirklich bist. Dass du für immer weißt, wie das Leben funktioniert, wie Kreation, Manifestation, Schöpfung, Genesis funktioniert. Aus dir heraus. Aus deiner Vorstellungskraft heraus. Und dieses kannst du verändern. Du bist nicht Opfer deiner Umstände. Es ist völlig egal, was jetzt im Außen ist oder was jemals im Außen war. Du kreierst jeden Moment, du machst es sowieso. Du bist ein schöpfendes Wesen. Du schöpfst aus der Unendlichkeit, aber im Moment schöpfst du aus deiner Story, aus deiner Geschichte, aus deinen alten Überzeugungen über dich und darüber, wie die Welt entsteht und wie dein Leben entsteht. Und das gilt es grundsätzlich zu verändern. Wenn du das nicht grundsätzlich von Grund auf über dein eigenes Selbstbild, wer du wirklich hier bist, was alles für dich möglich ist und wie du es in deine Realität ziehst, das neu zu lernen. Alles, was du bis jetzt getan hast, ist schöpfen. Aber du hast unbewusst geschöpft. Du hast einfach geschöpft aus dem, wie alle anderen schöpfen und erschaffen, ihr Leben kreieren, aus verdammten Mangel, aus Bedingungen und aus Voraussetzungen. Aber die gibt es nur in deiner Vorstellung. Diese Bedingungen und Voraussetzungen, deine Ansichten sind deine. Sie gehören dir. Du hast sie vielleicht übernommen, aber sie sind letztendlich deine Ansichten und du kannst sie verändern. Du kannst jede einzelne Ansicht verändern. Somit verändern sich die Vorstellung und somit verändert deine Zukunft sich. Du bist der Chef. Du bist da. Du kannst alles haben, du kannst alles machen, du kannst alles tun, was du willst. Schau ich mal, ob es hier Kommentare gibt. Und das ist so wichtig, dass du jetzt erkennst, dass gerade wenn es scheiße läuft, gerade wenn die Sachen genau nicht so sind, wie du sie gerne hättest, dass du dann erkennst, okay, jetzt ist es mein Moment, in meine Kraft zu steigen und mir ein Leben so zu erschaffen, wie ich es möchte. Ich muss keine Bedingungen erfüllen. Ich brauche keine weitere Ausbildung mehr. Ich kann von dem Punkt, von jetzt, so wie ich hier bin, kann ich alles haben. Alles. Ich erschaffe es mir durch meine Vorstellungskraft. Aber solange ich dort verankert bin und tatsächlich glaube, dass irgendeiner von sich aus sich gegen mich wendet, mir das Leben zur Hölle macht, mich enttäuscht, mich belügt, mich betrügt, dann kann ich dir nicht helfen. Aber wenn du merkst, dass deine Vorstellung da war, dass deine Erwartung da war, dass dein ganzes Leben lang schon irgendwie so war, dass du unwichtig warst, dass du zur Seite geschoben wurdest, dass keine Unterstützung da war. Wenn du merkst, das war immer schon irgendwie so,
dann liegt es nur daran, dass du diese Überzeugung auf zu einem Zeitpunkt, wo du noch nicht wusstest, wie das Leben funktioniert, diese Überzeugung für dich als wahr angenommen hast, weil deine Eltern vielleicht nicht verfügbar waren, weil, wie es bei mir war, weil in der Großfamilie irgendwie sich keiner interessiert hat, irgendwie ist man aufgewachsen, irgendwie hat man sich zurechtgefunden und irgendwie ist man dann groß geworden. Und hinterher hast du aber trotzdem die Überzeugung, ich habe alles alleine gemacht, keiner ist jemals für dich mich da, ich kann mich auf niemanden verlassen, wenn ich mich auf jemanden verlasse, werde ich enttäuscht. Diese Stories. Das ist nicht meine Story, das ist auch die Story von der Frau, die mich gefragt hat und es ist höchstwahrscheinlich irgendwie auch deine Story. Weil wir hier sind, um diese Stories zu entlarven und zu erkennen, dass es einfach nur verdammte Stories sind, die wir mitschleppen in unsere Zukunft und uns dann wundern, warum sie uns immer wieder in einer mit einem neuen Mann, mit einer neuen Freundin, immer wieder neu präsentiert wird und dann sind die Schwiegereltern so, die sind ja auch neu und plötzlich sind alle irgendwie immer gleich zu mir und mit mir. Und der einzige Konstante bin ich. Und ich kann mich ändern. Ich muss das nicht glauben weiterhin. Ich kann meinen Glauben ändern und ich kann an das glauben, was ich mir wünsche. Ich kann an Liebe glauben, ich kann an Unterstützung glauben, ich kann an Sicherheit glauben, ich kann an Freiheit glauben und dann wird mir Freiheit präsentiert, Sicherheit präsentiert, Liebe präsentiert, Unterstützung präsentiert. Wenn da nicht diese alten Stories wären, mit denen ich mich so fest identifiziere, wo ich jeden Morgen aufwache und glaube, ich bin die, die ich ja schon gestern war und vorgestern war. Wenn ich jetzt aber anfange, jeden Morgen zu wissen und zu glauben, ich bin die, in deren Haut ich mich wohlfühle, die geliebt wird, die unterstützt wird, dann werden sich im Außen die Dinge so orientieren, zusammensetzen und manifestieren, dass es mir bewiesen wird. Es ist ein Weg, ein Weg, ein Weg, ein Weg. Und für diesen Weg nehme ich Frauen mit, Frauen, die ready sind, die bereit sind. Die sagen, ich bin bereit, diesen alten Bullshit hinter mir zu lassen. Ich bin bereit, eine krasse Veränderung in meinem Leben zu empfangen. Und ich empfange sie, weil ich sie kreiere. Ich kreiere sie, ich bin bereit, sie zu empfangen. Aber ich kann nicht da sitzen und sagen, ich empfange jetzt, aber ich bin noch die gleiche alte Scheißhaufen wie früher, die einfach immer die, gegen die das Leben spielt. Das geht nicht. Von Grund auf alle Überzeugungen über dich, über das Leben zu verändern. In Bezug auf, in diesem Fall Beziehung, aber so, wie du, was du in Bezug auf Beziehung erwartest für dich, erwartest du von allem für dich, erwartest du vom Geld für dich, erwartest du von sämtlichen anderen Menschen für dich. Und du kreierst doch deine Erwartung. Veränder sie. Aber damit musst du dein ganzes Seinskonzept verändern. Und das ist der Weg, das ist der Job. Und du bist, wenn du jetzt hier als Frau zuschaust, weil das ist mein Programm, es richtet sich auf Frauen, ich coache Männer, aber nicht im Rahmen dieses Programmes. Dieses Programm ist die Frau, die alles hat, weil die Frau, die alles hat, die wohnt da drin in dir. Die bist du in Wirklichkeit. Wenn ich mit dir spreche, sehe ich diese Frau, die alles hat. Aber dieses Limitierende in dir, diese limitierenden Vorstellungen, die dann immer noch mit mir sprechen wollen und mit dir sprechen wollen, du hörst denen zu. Wenn du in meinem Coaching bist, ich höre diesen limitierenden Lügen einfach überhaupt nicht mehr zu, weil ich weiß, dass sie überhaupt nicht stimmen. Ich spreche mit der Frau, die alles hat in dir und ich aktiviere sie und ich erinnere dich daran, dass diese wahre Frau, die Wahrheit in dir wohnt. Und die Frau, die alles hat, die wird von ihrem Mann auf Händen getragen. Der hat keine Augen für eine andere Frau.
Der ist so glücklich, dass er an deiner Seite sein darf. Er ist so glücklich mit dir zusammen. Da, die Frau, die alles hat, die denkt nicht mal drüber nach, dass sie belogen, betrogen werden könnte oder dass irgendetwas nicht gut oder nach ihren Wünschen sein könnte in ihrer Beziehung oder in ihrem Leben oder auf ihrem Bankkonto. Es ist alles das Gleiche. Wenn du dir erlaubst, diese Frau, die alles hat, als die du geboren bist, hier kennenzulernen und nach außen zu zeigen und zu reflektieren, dann verändert sich dein Leben. Alles. Es ist genau dasselbe. Wenn du dich von deinem Partner nicht unterstützt fühlst, wirst du merken, dass es immer mehr Leute, auch andere Leute gibt, die dich nicht unterstützen. Wenn du dich auf deinen Partner nicht verlassen kannst, wirst du merken, dass es zig andere Leute in deinem Leben gibt, auf die du dich nicht verlassen kannst. Weil du bist die, die sich auf niemanden verlassen kann. Du bist die, die nicht unterstützt wird. Du bist einfach die, von der du glaubst, die du bist. Und die darfst du verändern. Und nachdem halt diese alten Stories, die alten Vorstellungen so präsent sind, ist es halt ein Stückchen Arbeit. Es ist tatsächlich wie in einem Bootcamp. Du musst Lügen erkennen und sie mit der Wahrheit ersetzen und die Wahrheit in die Zukunft tragen. Und wieder kommt eine Lüge. Und manchmal merkst du es überhaupt nicht, weil die kommen so leise, diese Vorstellungen, die sind so bekannt, ja, es ist wie wenn irgendein Duft, jeder findet den eklig, du bist mit dem Duft aufgewachsen und du merkst gar nicht, dass es stinkt. Es ist ungefähr so. Ja, es schleicht sich ein und für dich ist es das Normalste der Welt, es gehört einfach dazu. Und aus diesem Grund bitte ich dich, melde dich an für die Frau, die alles hat. Erlaube dir, die Frau, die alles hat, zu sein und sie nach außen zu tragen und zu präsentieren, ohne Angst, ohne Einschränkung. Und es braucht einen ganz klaren Mindset darüber, wer du wirklich bist und darüber, wie aus dir das Leben entsteht. Und das glaubst du mir nicht von heute auf morgen. Aber wenn du in der Gruppe dieser Frauen bist, die alle das Wissen, das Glauben und aus eigenen Erfahrungen, weil sie die Arbeit schon so lange machen, dass sie das sehen und dass sie das spüren, aus dieser eigenen Erfahrung heraus, die immer wieder bestätigen, ja, es funktioniert so. Bleib dran, bleib dran, bleib dran. Lass deine alten Lügen, deine alten Überzeugungen los. Arbeite von morgens bis abends an deiner Wunschkreation. Und ich gebe dir Tipps, ich gebe dir Tricks, weil hier dieser kleine Denki-Denki, der denkt halt so scheiße über dich, der denkt halt so scheiße über die Welt, der denkt halt so scheiße übers Leben und der lügt dich halt von A bis Z an, damit er dich wieder im alten Bekannten halten kann. So ist es einfach. Akzeptiere es, aber akzeptiere auch, dass du die einzige operierende, mächtige Kraft hier in diesem Leben bist und dass du alles erreichen kannst. Nur geht es darum, dass du entscheidest und dass du durchziehst. Ja? Entscheiden und durchziehen. Hilfe, schwer, schwer, schwer. Oh, entscheiden, wenn ich die falsche Entscheidung treffe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie kannst du eine falsche Entscheidung treffen, wenn du dich für dich und ein geiles Leben entscheidest? Was kann da falsch sein? Nur, wenn du dich einmal triffst und einmal wieder nicht triffst, einmal triffst und einmal nicht triffst, das kann falsch sein. Aber wenn du bei uns in der Gruppe dabei bist und einmal die Entscheidung getroffen hast, kriegst du nur noch Beweise dafür, dass du dich richtig entschieden hast, dass sich dein Leben permanent verbessert. Bei allen, die sich entschieden haben und dran geblieben sind, verbessert sich das Leben permanent. Es wird mehr und mehr zum Traumleben. Ich kenne keine einzige, bei der es nicht so war. Die einzigen, bei denen es nicht so war, sind genau die, die sich einmal sagen, ja, ich mach's. Hey, nein, vielleicht geht's doch nicht. Das sind die, die nicht diese permanenten Verbesserungen und Ergebnisse haben. Aber die, die durch diese Terrorbarrieren durchgehen, die ihre Angst
nicht als Angst annehmen, sondern einfach nur als Fata Morgana, die einen davon abhalten möchte, tatsächlich dorthin zu kommen, wo du es ursprünglich geplant hast. Diese Frauen haben ein Ergebnis nach dem anderen. Die verändern ihr ganzes Leben und trauen sich hier zu stehen und zu sagen, weißt du was, ich bin die Frau, die alles hat und ich hole mir jetzt, ich kreiere mir das jetzt, weil es mir zustellt, weil es da ist, weil das Leben bedingungslos ist, weil das Leben einschränkungslos ist, uneingeschränkt, weil wir hier in einem Universum der uneingeschränkten, unendlichen Möglichkeiten leben. Aber wo lebst denn du? Du lebst im Universum, wo dir alle sagen, nee, das geht nicht, nee, das kannst du nicht, nee, das klappt nicht, weil du einfach noch nicht weißt, wie es wirklich funktioniert. Weil du einfach noch nicht die Wahrheit gesehen hast, weil du einfach noch hinter diesem Filter dieser Vorstellungen, wie das Leben so funktioniert, lebst, dass dir einfach noch nicht klar ist, wo die wahre Power bei dir ist, wo deine Wahrheit ist, wer du in Wirklichkeit bist. Und das ist kein Hokuspokus. Das ist auch nicht irgendwie esoterisch oder irgendwas. Es ist halt so. Es war schon immer so. Und den ganzen Bullshit, den du dir in dein Leben geholt hast, der kam auch aus deiner Vorstellungskraft. Der kam auch aus deiner Erwartung. Kam auch aus deinen Überzeugungen. Es kam auch aus deiner Sichtweise. Es kam auch aus deinen Ansichten. Es kam eh schon alles daher. Ändere das und du siehst was anderes. Ah, ja, das geht dir ganz klar in den Kopf, oder? Das mit dem Spiegel, das kennst du. Und sagst, ja, das Spiegelbild kann ich ja nicht schminken. Das heißt, ich bin ja immer noch nicht geschminkt. Ja, das ist es. Aber das umzusetzen, 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 jeden Moment das zu leben, diesen Lifestyle dir anzuziehen, das ist was anderes. Zeug zu lesen, Videos zu hören, nett. Aber was machst denn du? Was machst denn du den ganzen Tag in deinem Köpfchen? Wie guckst denn du den ganzen Tag aus dem Fenster? Das zu verändern. Da liegt die Kraft, da liegt die Macht. Und es ist wieder Entscheidung, durchziehen. Entscheiden, durchziehen. Warum können Leute nicht durchziehen? Durchziehen, konsequent dranbleiben. Durch Tränen hindurch, durchziehen. Durch Schmerzen hindurch, durchziehen. Weil ich weiß, was es ist, weil ich weiß, was die Tränen sind, weil ich weiß, was die Schmerzen sind und weil ich weiß, wie der Mechanismus funktioniert. Und dann gehe ich weiter und weiter und irgendwann stehe ich dann und sage, wow, es hat sich verdammt nochmal gelohnt. Du kannst dich anmelden. Dieses Programm ist die Frau, die alles hat, ist so konzipiert, dass jede Frau jeden Moment einsteigen kann, weil ich habe wunderbare Mentorinnen, die dich up to speed mit der Gruppe bringen, die dafür sorgen, dass du sofort mitreist mit der Gruppe auf dem Level von der Gruppe. Es ist ein 1:1 Mentoring für dich dabei. Das gibt es sonst nicht. Die ist an deiner Seite. Du hast mit ihr 1:1 Coachings und du kommst wumm in die Gruppe mit und kreierst mit uns zusammen in einer Turbo-Geschwindigkeit und das Ganze für 2.700 Euro veränderst du dein Leben, veränderst du alles, veränderst du deine Beziehungen, veränderst du deinen Job, veränderst du dein Business, veränderst dein komplettes Sein, dein Seinszustand wird in die Wahrheit transformiert. Und deine Wahrheit ist perfekt, sie ist grenzenlos, sie ist bedingungslos, sie ist frei, sie ist harmonisch, sie ist balanciert. Das bist du. Du bist die Frau, die alles hat. Und warum mache ich das? Und ich könnte ja auch Hochpreis-Coaching machen. Mache ich auch. Aber dieses Programm ist für jede Frau. Dieses Programm kann sich jede Frau möglich machen. Dieses Programm ist dafür, dass du nie wieder in deinen alten Opferzustand zurückfällst. Dieses Programm ist für dich, dass es sich einbrennt in deine Wahrheit, dass du nie wieder denkst, so ein Arschloch. Ja,
Muss man nicht denken, da gibt es keine Arschlöcher da draußen. Es gibt keine Arschlöcher. Es gibt keine Arschlochmänner, es gibt keine Arschlochkunden, es gibt keine Arschlöcher. Es ist alles so, wie du es dir machst. Und wenn du die bist, die keine Arschlöcher mehr in ihr Leben kreiert, dann hast du keine Arschlöcher mehr. Erlaubst dir, erlaubst dir, erlaubst dir. Es ist alles da, es ist alles möglich, alles kommt aus dir heraus. Du bist die Kraft. Du machst es. Und wie? Mit deinem Köpfchen, mit deiner Vorstellungskraft. Nur damit machst du es. Und das hast du. Das ist da. Da musst du nichts mehr lernen. Du musst es einfach machen. Und zwar immer. Das ist das Problem. Das ist das Problem für viele. Sie machen es mal kurz. Dann klappt es nicht. Dann schauen sie wieder, gibt es Ergebnisse. Das sind diese Sachen. Das musst du wissen. Du musst wissen, wie es geht. Du musst es verstanden haben, wie Mathe. Du musst es verstanden haben wie Mathe. Und du kannst nicht hingehen und sagen, ja, okay, einverstanden, 2 und 2 ist 4. Und am nächste Woche sagst du mir, ja, vielleicht halt doch nicht. 2 und 2 halt ist immer 4. Und wenn du so lebst, als wäre 2 und 2 halt nur 3, kannst du machen. 2 und 2 bleibt 4. Aber meine Mutter hat mir gesagt, 2 und 2 ist 3. Und die anderen auch und überhaupt die in der Schule und die im Kindergarten und die im Job. Und alle haben immer gesagt, 2 und 2 ist 3. Ich sage dir, 2 und 2 ist 4. Und wenn dir die ganze Welt was anderes behauptet, es ist einfach nicht so. Es gibt diese göttlichen, reinen, perfekten, puren Gesetze. Du kannst es kompliziert machen, hermetische 7 Gesetze, bla bla bla. Aber weißt du was? Letztendlich, was dich doch wirklich nur interessiert, ist doch, wie geht's denn? Wie komme ich zu meinem Shit? Wie komme ich zu meinem Auto? Wie komme ich zu meinem Lover? Wie komme ich zu meiner Reise? Wie komme ich zu meiner verdammten Freiheit? Und wie komme ich zu meiner Gesundheit? Das interessiert dich doch. Nicht irgendwie da. Diese ganze Theorie hast du ja schon gelernt. Sonst würdest du mir ja gar nicht zuhören. Aber warum hast du da noch nicht dieses Zeug, das du dir so wünschst? Weil da noch Sachen sind, Blockaden, falsche Vorstellungen nenne ich sie, Lügen, die du transformieren musst, die du verändern musst. Und immer wieder kommt was, guck, ist es da, schnür dir den Hals ab, du kriegst Schiss, gehst weinen. Oder kriegst Schiss, gehst streiten. Gehst irgendwas manipulieren, irgendwas machen im Außen. Mind over matter. Dr. Joe Dispenza und viele andere. Du musst nichts machen. Du musst nichts manipulieren. Du musst nichts kontrollieren. Du musst umsetzen. Umsetzen, umsetzen, umsetzen. Die ganze Zeit. Egal, ich sage immer, und wenn du den Kopf in der Kloschüssel hast, weil es dir so schlecht geht, du weißt, wer du bist. Du weißt, wer da reinkotzt. Und wenn es fertig ist, dann ist es fertig. Und du erlaubst dir, die Frau zu sein, die alles hat. Immer, 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 immer. Und wenn du das von mir gelernt hast, dann wird sich dein Leben verändern. Alles wird sich verändern. Jeder Bereich. Du brauchst eigentlich nur einen einzigen Kuss. Und dann weißt du, wie der Hase läuft. Und dann verändern sich die Sachen und du entwickelst dich weiter und weiter und weiter. Einfach halt in die Richtung, in die du möchtest und nicht mehr in die Richtung, die dich unglücklich macht, die dich traurig macht. Lass es sein. Lass es sein. Du brauchst das nicht. Du musst auch keine Gefühle fühlen. Dafür mache ich nochmal ein extra. Du musst nicht alles fühlen. Ich muss alles fühlen, den ganzen Elend. Das ganze Elend der Welt musst du nicht fühlen. Weil was du lang anstehend immer wieder fühlst. Jedes Gefühl hat vorher einen Gedanken. Jedes Gefühl hat vorher eine Vorstellung. Ich muss es durchfühlen, ich muss es durchfühlen. Ja, 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 super. Nein, musst du nicht, weil sonst kreierst du es immer wieder. Du musst kapieren, wo es herkommt.
und nicht irgendwelche Scheiße permanent wieder durchfühlen. Nein, all diese Lehren bringen dich dorthin, dass du meinst, du bist ausgeliefert und sei es zuletzt einem Gefühl, bist du aber nicht. Du kannst alles kreieren, du kannst alles verändern, alles, alles, alles und jeden, jede Situation. Es ist, was du bist. Immer, immer, immer. Lerne das. Komm zu uns mit in diese Gruppe, mach es dir möglich. Schau zu, wie Frauen sich ihre Ehemänner verändern. Schau zu, wie sie ihre Gesundheit verändern. Schau zu, wie sie ihre ganze Lebensperspektive verändern und tu es auch. Ohne Hokuspokus. Einfach nur machen, machen, machen. Hier drinne und nicht mit den Fingerchen. Nicht da draußen. Da drin, da drin, da drin den ganzen Tag. Anders geht's nicht. Also, liebe Frau, also lieber Mann, auch lieber Mann, du darfst mir auch schreiben. Du bist einfach nicht in diesem Mastermind dabei, aber ich habe natürlich auch eine Support, eine Unterstützungsmöglichkeit für dich, wenn du sagst, I do it, I do it. Ich will es verändern. Also, lieben, wenn ihr Fragen habt, das war jetzt mal wieder, da kommt halt immer so viel. Es muss einfach so viel berichtigt werden. Es müssen einfach so viele falsche Vorstellungen in Ordnung gebracht werden. Und ich bin Patricia Dender. Meine Homepage ist mywellfeeling.com und ich bin hier, um mit all diesen Lügen, den Einschränkungen, dem ganzen Bullshit, der krank, traurig und arm macht, aufzuräumen. Das ist meine Mission, weil ich selber so lange gelitten habe. Ich zeige es dir schnell. Ich weiß, worauf es drauf ankommt. Du sparst Zeit und Leiden. Melde dich an. Melde dich an. Also, bis dann. Bye, bye. Und wenn dir mein Video gefallen hat, hinterlasse bitte einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Wenn du das Glockensymbol aktivierst, wirst du jedes Mal über ein neues Video von mir benachrichtigt.